Oh, wir müssen mal kurz wieder rein und wir müssen die Wand reinsetzen. Ja. Bevor der Sturm hier wieder. Wieso fehlt denn hier eine Foundation? Na, die habe ich schon abgebaut. Ach so. Hm. Warum fängst du nicht draußen an? Hm, naja. Manchmal ist das so. Warte mal, Foundation. Ich setze eine neue. Ja. Erstmal drehen. Okay. Und eine Wand. Komm. Okay. Okay, also bei Sturm draußen sein ist halt blöd, ne? Ja, sollten wir nicht. Aber dann können wir noch ein bisschen Essen durchbraten. Warte mal, gib mir mal bei dir deine Axt. Warte. Oh, hast du zwei? Ansonsten brauche ich. Ja, ich habe zwei. Hier, okay. Nimm dir die, warte. Eigentlich war doch. Doch. Fallen lassen? Ja. Okay, solange irgendwie hier noch. Ach nee, ich habe dir meine Axt gegeben. Na, ach Mann, ich habe mich schon gewundert, warum da eine 2 dran stand, aber die Zahl oben links am Item sagt halt, welche Stelle auf der Quickbar. Hätte ich ja das sagen sollen? Nee, ich habe das aber vorher nicht gesehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja. Dann baue ich mir halt eine neue Axt, ist auch egal. Ja, aber ich sag mal so, der Sturm ist ja noch nicht da, deswegen kann ich ja noch ein paar Pilze sammeln. Naja, ne? Wir brauchen schließlich Essen. Der Blöde an der Sache ist, es wird auch schon wieder dunkel, glaube ich. Ja. Gleich. Oder? Oh ja, aber dann können wir ja schlafen. Vergiss das nicht. Oh, der Sturm ist da. Nee. Oh no, no, no. Hier ist zu kalt, der Sturm ist losgebrochen. Bleib geschützt. Schnell rein hier in die Hütte. Ja, schnell rein. Komm. Oh Gott, oh Gott. Oh, Tür zu. Dir ist zum Schlafen zu kalt? Naja, es wird gleich warm. Die Tür ist zu. Jetzt. Du fällst in einen tiefen Schlaf. Ja. Bei der dramatischen Musik. Ja, und jetzt? Du bist ausgeruht, aber hungrig. Jetzt. Der Sturm tobt noch. Brauchst du noch was zu essen? Ja, der Sturm ist gleich vorbei. Oh, cool. Ich brate mal noch die Pilze durch kurz. Ja. Okay. Und dann kannst du den Rest noch wegreißen. Ja, die Hütte baue ich jetzt komplett ab. Das passt ja. So, Baudings. Man muss halt immer den Bauhammer in die Hand nehmen. Da muss man sich jetzt mal dran gewöhnen. Was ich aber ziemlich cool finde, also das stand zumindest oben da, man kann halt mit dem Baum oder mit dem Zeug oben irgendwie umziehen. Also gut, ich weiß natürlich nicht, ob die Gebäude mit rübergenommen werden, aber man kann ja irgendwie zumindest dann umziehen. Also umziehen, was meinst du jetzt? Na, von einem Baum zum anderen. Ach so. Wenn ich einen anderen Baum beanspruche. Mhm. Und dann würde automatisch das Häuschen mitgehen? Das weiß ich nicht. Habe ich doch gerade gesagt. Ach, Entschuldigung, ich war. Damit doch mal zu, ich war sag mal. Abgelenkt hier gerade. Na, ich sammle Dinge. Multitasking ist nicht so. Oh je. Das sind immer nur Gerüchte mit dem Multitasking. Gut. So. Gucken, ob man hier alles tragen kann. Klar. Warum denn nicht? Stackt doch alles. Ja. Okay. Dann haben wir hier alles. Dann können wir tatsächlich gleich weiter. Mal die andere Fackel noch in die Hand nehmen. Ja, brauchst du gerade nicht. Ist ja gerade hell. Na gut. Oh mein Gott. Was denn? Na, ich bin gerade gesprungen. Ich habe gehofft, ich lande eigentlich oben, bin aber runtergesprungen und dabei habe ich Schaden genommen. Hm. Ja? Eimer bitte. Eimer. Eimer mit Profis. So, dann können wir auf dem Weg auf jeden Fall noch das Zeug mitnehmen. Alles, was hier rumliegt. Du kannst deinen Grabstein noch einsammeln. Ja, der liegt auf dem Weg. Ja, nicht, dass du es vergisst. Nein, da laufen wir ja gleich dran vorbei. Ja, besser. Außerdem ist ja niemand gestorben. Nein, nie. Nur ganz taktisch abgelegt. Du bist hungrig und durstig. Ach, geh doch weg, Ameise. Oh, kalt schon wieder. Oh nein, hier sind wieder die ganzen fiesen Fiesewichte. Ach, warum kommt ihr denn immer zu dritt? Ja, einfach raufhauen. Komm, einfach hier ruf. Einfach immer ruf. Und leider kein Stamina mehr. Nicht ins Wasser. Ja, ich hab's gerade auch gesehen. Oh Gott, Anni hat war knapp. Ich bin... Nochmal kurz den Körper gemacht. Ne, mit einem C war ich schon drin. Ne, das war nicht nur ein C. Das war der halbe Fuß. Aber ich habe keinen Schaden genommen. Da dran. Nee, du wärst, glaube ich, auch wenn dann ertrunken. Direkt. Kurz und schmerzvoll. Ach, hier sind doch schon wieder 3 Ameisen. Geht doch weg, Freunde. Na, hier ist halt der Bau. Ja, lass uns hier mal zumauern oder so. Keine Ahnung. Wie geht das? Kann man das? Nein, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Einfach weiterlaufen. Ja. Naja, wenn man keine Ausdauer mehr hat.
Das ist halt immer schwierig. Ich renne. Alles nehmen. Alles nehmen geht nicht. Ich kann nicht alles nehmen klicken. Aua. Na, soll ich einsammeln? Ich habe ja noch. Ja, warum geht denn das gerade nicht? Warte mal. Vielleicht wäre ich gerade im Kampf vor. Na, oder dein Inventar ist voll. Nein, ist es nicht. Oh, Ameise hängt fest. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Och, ich habe hinter mir auch gleich wieder eine. Oh, ich brauche unbedingt eine andere Waffe. Ja, ich auch. Wir müssen echt schauen, dass wir besser... Oh Gott, da habe ich die auch noch gehauen. Ja. Alles nehmen. Achso. Ich glaube, man kann das nicht so wirklich anklicken hier. Warte mal. Kannst du nicht einfach draufdrücken? Jetzt. Nee, man, das muss grün sein, aber der Button ist nicht grün, wenn du direkt mit der Maus reingehst. Okay. Also es ist irgendwie ein, scheint noch ein Bug zu sein gerade. Man hat es ja gerade gesehen irgendwie beim Aufheben. Hm. So, nichts wie weg hier. Ja, warte. Bin gleich da. Nach Ameise. Oh, toll. Wen schleppst du wieder? Nee, nee. Ja, ja. Gleich mal runter hier, weil da drauf kämpfen ist shit. Aber die kann sich nicht so richtig... Oh, die nächste. Die können sich hier drauf nicht so richtig wehren. Habe ich das Gefühl. Ja, wir auch nicht. So, komm. Immer nach oben. Ja. Hui. Boah. Also ist schon wirklich manchmal ein bisschen stressig. Das kann man schon sagen, oder? Aber es ist ziemlich cool. Also mit dem Heißluftballon. Was das ist halt nicht nur irgendwie einfach auf? So ein... Eine Seilrutsche, einfach ein Heißluftballon. Ja. Einfach nach oben. Hast du schon mal seine Maske gesehen? Ja, eine Holzmaske. Habe ich vorhin angeguckt. Na gut. Ach Gott, hier oben ist viel, viel entspannter. Ja, pass auf einmal kommen die Ameisen alle selber mit dem Aufzug nach oben. Ding dong. Boah, pass auf, jetzt lande hier gleich irgendeine Krähe oder so. Unbedingt. Na gut, dann laden wir mal aus. Und dann können wir gleich anfangen hier zu bauen. Die Werkbank würde ich dann auch wirklich in die Hütte bauen. Ja, natürlich, natürlich. Erstmal ja alles ablegen, was ich nicht brauche. Okay. Ja, dann würde ich dich mal kurz ein paar Foundations bauen lassen. Und dann baue ich gleich ein neues Lagerfeuer, ne? Ja, ich würde sagen, es reicht erstmal so in der Form. Ja, ja, ja. Guck mal, ich habe es auch ganz anti, so wie du, einfach mal schräg gebaut. Beziehungsweise anders. Ja, es muss ja hier nicht alles immer einheitlich sein. Na doch. Komm mal da hin. Wir sind mitten in der Natur. Das ist schon okay, wenn man da mal ein bisschen Abwechslung bringt. G-Boy-D. So, ich weiß gar nicht, was man erst bauen können. Was ist das denn hier? Laub... Was? Laubdach-Schornstein. Was ist denn Laubdach-Schornstein? Okay. Das verwirrt mich gerade ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Laubdach-Schornstein. So. Guckst du hier? Werkbank ist da. Ja, sehr schön. Mal schauen, was kann man da bauen? Verbände! Verbände! Verbände? Verbände, kennt er doch. Nicht Verband. Wer sagt denn Verband? Hallo? Ich komm aus Berlin. Das sind Verbände, wa? Wo kommst du denn weg? Wo komm ich denn weg? Das sind Verbände, ich sag's euch. Schöne Verbände. Aus Fasern. Zwei Fasern pro Verband. Das geht ja noch. Also das, das geht richtig relativ gut. Günstig. Ich stelle gleich mal alle her. Ja. Ja. Dann gehst du unten bei den Ameisen bitte neue Fasern holen. Mach danke. Ich. Mach ich. Ey, komm hier. 1, 2, 3. Oh, Holzschwert. Kann das was? Weiß ich nicht, aber ich baue dir auch eins. Die Fenster sehen voll cool aus. So muss ich mir gleich angucken. Verschnürkelt. Solche irgendwelche Zweige. Richtig gut. Wir brauchen ja schließlich mal ein bisschen ein paar Fenster, ne? Falls mal irgendwie, falls mal Bohnen gab oder so. Oder Insektenei. Ja. Vielleicht muss man da irgendwie mal ein bisschen buben, ne? Hintern einfach. Hintern einfach raus aus dem Fenster und gib ihm. Für die Lüftung. Jetzt habe ich die Verbände weggeworfen, aber. Wo sind die denn schon wieder? Hä? Ich bin blind. Habe ich die weggedroppt oder hast du die eingesammelt? Ach nee, da liegen sie. Da liegen sie. Ich habe ja nichts eingesammelt. Hast du eigentlich schon mal ausprobiert, ob man ins Feuer rennen kann? Nee, will ich noch nicht. Also mache ich noch, aber noch nicht jetzt. So, ich habe dir 5 Verbände in die Kiste gepackt. Verbände. Ja, und warte, dein Schwert packe ich dir auch rein. Kannst du dir rausnehmen. Ich bin gespannt. Boah, ich hoffe, das ist besser als diese blöde Keule. Ich weiß es noch nicht. Es hat
8 bis 11 Klingenschaden, eine Haltbarkeit von 200, eine Crit-Chance von 5%, Ausdauerverbrauch 20 und Blockenkraft 7. Die Keule hat zum Vergleich 6 bis 8. Also 8 bis 11 das Schwert, 6 bis 8 das andere. Oh, sieht halt ultra klein aus. Ist halt auch nur, also ist nicht so viel geiler. Aber vielleicht ist es besser von der Hitbox, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mal schauen. Oh, das könnte wirklich eine weitere Schlagmöglichkeit haben. Jetzt gibt es noch das primitive Beil, da brauchen wir Hartschitin und Holz. Ein Bogen. Oh, Bogen. Oh, Bogen, oh, Bogen. Warte mal. Ich baue uns mal Bögen. Mal schauen, ob es reicht. Ich glaube, das reicht gar nicht. Mist. Bauarbeiterhammer ist aber der, den wir jetzt eh schon immer haben. Ja. Das ist der Bauarbeiterhammer. Holzpfeil. Pro Pfeil. Drei Holz und zwei Fasern. Das sind hoffentlich mehr als nur einer. Feuerpfeile. Ein Ladybug Travel Kit, also Marienkäferchen. Süß. Oh, damit kann man den Marienkäfer zähmen. Also Ladybug Travel Kit, das enthält halt hier was zum Zähmen von dem Marienkäferchen. Und eigentlich ist es ein Rucksack. Ach so, wo man die Flügel dann halt entsprechend befestigen kann. Okay, ja, cool. Also es ist eigentlich wie so ein Sattel. Eine Mandibel-Spitzhacke. Die gute Mandibel. Mandibel. Wie auch immer. Gibt's eigentlich auch Gartenzäune oder sowas? Oder kleine Geländer? Also sehe ich gerade nicht. Oh, an der Werkbank kann man Sachen reparieren. Die Holzknüppel. Und Armschienen. Gut, sollte man sich merken. Was brauche ich denn hier? Fasern, wir brauchen wirklich neue Fasern. Mhm. Ich gehe mal runter Fasern holen. Hast du dir jetzt Verbände schon mitgenommen? Ich habe 5 Stück mit, ja. Okay, und 5 liegen noch für dich bereit. Sollte ja passen erstmal. Ich packe mir die mal hier auf eine Hotleiste. Ja, oder ja, auf die 8 schon. Oder so. Wir sollten vielleicht auch hier oben mal neue Betten bauen. Oh! Ja, da brauchen wir aber erstmal wieder neues Zeug. Ja, ich muss runter, ne? Fasern sammeln. Viel Spaß. Kommst du nicht mit? Ja, warte, ich mache im Ausladen. Sekunde. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kisten. Mhm. Aber Kisten kann man, glaube ich, direkt aus... Ach nee, da brauchen wir auch Fasern. Holz und Fasern. Oh, einen Steinschneider können wir noch bauen. Was, ein Steinschneider? Aus seltsamen Artefakten zum Formen komplexer und harter Materialien gefertigt. Braucht man 10 Steine, einen Kronkorken, eine Schraube und 10 Holz. Da bin ich ja gespannt. Oh, Nektar haben wir aber noch nicht gefunden, ne? Nee, Nektar, da brauchen wir... Oh, boah, bei uns in der Nähe gab es auch diese Bienenwaben. Ja. Die muss man da bestimmt holen. Soll ich warte auf dich? Ja, du kannst schon runtergehen. Okay. Ich muss nur kurz eine Fackel irgendwo hinpacken. Ich habe gar keine Fackel mehr. Mann, warum habe ich denn keine Fackel mehr? Dann baue ich mir unterwegs, ist egal. Die Kisten haben halt auch nicht viel Platz, ne? Ja. So, ich bin auf dem Weg nach unten und unten wartet wieder der Albtraum. Mhm. Die fiesen Ameisen. Ui. Okay, ist nicht wirklich viel Platz in der Kiste. Nee. Vielleicht gibt es ja irgendwann größere. So, wo war denn jetzt hier der Aufzug? Ach, hier drüben. Ja. Erstmal hier ein bisschen was looten. Also ich glaube, looten ist wirklich so das, was wir jetzt machen müssen. Oh, also generell farmen einfach. Ach, da sind die fiesen Ameisen wieder. Ich guck mal, wie das jetzt mit dem Schwert funktioniert. Ja. Wenn man trifft. 12 Schaden. Vorhin haben wir 6 gemacht. Kann das sein? Ist schon, also auf jeden Fall ist es besser, glaube ich. Und ich habe gekrittet mit 20 Schaden. Die erste war auf jeden Fall schnell kaputt. Ja, dann haben sie jetzt hoffentlich ein bisschen Respekt hier vorm Alter. Dann haben wir uns natürlich die beste Stelle gesucht hier.
Wo seid ihr? Oh, da kommt sie. Boah, der Feinde muss ja immer überlegen, wo du halt dann über den Fluss rüberkommst oder über dieses Rinnsal. Ja. Ja, für uns ist es ja ein Fluss. Denn du kannst ja nicht einfach übers Wasser, also oder durchs Wasser. Vielleicht können wir irgendwann sowas wie eine Brücke bauen. Ja. Also ich habe gerade 3 hier. Wo bist denn du gerade? Unten, am Fuße vom Baum. Ach, da. Da. Aber man macht schon wirklich gut Schaden. Ist okay mit dem Schwert. Ist besser als der Knüppel. Ja, super. Deutlich, deutlich. Das merkt man. Hallo, da liegt noch ein Kopf. Gönn dir. Kann man eine Rüstung draus bauen? Oh, da müssen wir mal zu Herne. Nee, wir können da selber Rüstung bauen. Ich will ja nicht bei Herne ständig Rüstung bauen. Ja, aber ich glaube, wir können die Rüstung jetzt ja nicht einfach so bauen. Warum nicht? Geht nicht. An der Werkbank? Nee, also habe ich nicht gesehen. Oder ich habe es übersehen. Kann man hier rein? Nee. Aber da kommt bestimmt wer raus. Aber hier kann man bestimmt rein, oder? Na, ich weiß, auch es ist nicht. Alles Termitenhügel hier. Oder Ameisenhügel. Wer weiß, was wir hier noch finden. Kann man das hier abbauen? Mhm. Feuersteinbeil. Okay, wir haben auf jeden Fall ein, also primitives Beil und Feuersteinbeil. Wären so die nächsten Upgrade-Stufen, glaube ich. Ja, wie gesagt, primitives Beil könnten wir bauen, wenn wir genug Zutaten haben. Ja. Aber dann müssen wir ein bisschen zurück zum Anfangsgebiet, weil wir dort ja nur die Sachen haben, die wir abbauen können. Ja, hier ist ja generell auch Zeug, was wir mitnehmen können, ne? Ja, also Fasern sind halt echt das A und O. Da mangelt es gerade sehr. Fasern, wo seid ihr? Ja, so Harz und so ein Kram nehme ich auch mal mit. Ja, alles. Ja, vielleicht noch brauchen, ich weiß noch nicht. Naja, ich habe ein paar Sachen gesehen. Hast du mal geguckt, woraus wir einen Bogen bauen können? Also was bräuchten wir Holz, dafür? Holz. Einfach nur Holz und Holz die Pfeile und auch Fasern, nur Holz oder was? Ja, ja. Also Holz, Fasern und ach, noch irgendwas war da. Ist auch ein Ameiseneingang. Ja, leider kommt man da nicht rein. Ich höre doch hier schon wieder den. Oh mein Gott. Oh ja, das Schwert ist richtig gut. Oh mein Gott. Ja, es macht einen Unterschied. Ich helfe dir mal. Ach so. Ja, alle 3 schon weggemacht. Hat er schon. Na gut. Ja, also das Schwert ist auf jeden Fall richtig gut. Hat zwar trotzdem eine kurze Reichweite, aber... Ja, aber es macht halt einfach mehr Autsch. Ich finde nur hier hallo, Libelle. Hallo. Wo denn? Da. Oh, Libelle. Ich habe letztens gelernt, dass Libellen nur wenige Wochen alt werden. Ja, aber die haben Spaß. Die haben auf jeden Fall Spaß. Mandibelspitzhacke. Und Libellen sehen alles 3-fach so langsam, als es in Wirklichkeit ist. Ich auch. Wäre schön manchmal, aber das erklärt mein Reaktionsvermögen. Also wie so ein Faultier. Quasi nicht existent. Ja. Gut, dann müssen wir ist das eigentlich irgendwo? Auf der Karte eingezeichnet? Ja, der Baum. Okay, das Baumlager ist auf der Karte. Ja, schön. Warte mal, möchte ich jetzt auch gucken, weil ich sehe es. Doch, ich sehe es auch. Was ist das hier für eine Markierung noch? Die habe ich irgendwann mal gesetzt. Ja, ich hatte auch eine noch bei mir auf der Karte. Ich glaube, da sind wir irgendwann schon. Guck mal, hier drüben sind Pilze. Können wir mitnehmen. Ja. Oh, ganz viele Marienkäferchen. Hallo. Ihr seid lieb, oder? Ja. Die kann man halt zähmen. Dafür kann man halt dieses Ladybug-Travel-Kit bauen, damit wir dann so einen Sattel haben. Ja gut, dafür bräuchten wir dann halt Dingens, ne? Oh, guck mal, was ist das da drüben? Dinge, ja. Oh, guck mal, ein Riesenkäfer. Und das für ein Käfer? Mhm. Ich kenne mich da leider nicht so aus bei den Käfern, aber der sieht garstig aus. Hallo, bist denn du? Wer ist denn du? Oh Gott, der ist garstig, oder? Oh, der ist garstig. Ein Gerberbock. Wie so ein Hirschkäfer halt hier, ne? Naja, oh, der Hirschkäfer sieht besonders aus. Ja, ja, also Hirschkäfer sehen anders aus, die sind ein bisschen rundlicher und haben andere Zangen. Oh Gott, bei dem machst du ja gar keinen Schaden. Ach, der ist gegen Pfeile, also ist ja anfällig. Ach so. Ach, wird... Wo wird denn das angezeigt? Nee, oben? Ja, wenn du den Namen anguckst. Ja, ja, aber wo erkennst du denn da Pfeile? Ich hab Ich hab links geguckt, rechts war auch noch ein Symbol, stimmt. Ja, gegen Schwert ist er eigentlich. Also wenn der gegen Schwert halt anfällig nur, ist. Ja, aber der hat halt einen dicken Panzer, ne? Aber da kriegen wir Chitin. Aua. Mach dich heile zwischendurch. Na, geht. Ich habe 78 Lebenspunkte. Aua. 67. Ach, der echt 11 Schaden? Freundchen.
Übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das vorhin mitbekommen hast, wahrscheinlich nicht, als du eingeloggt hast hier bei dem Spielstand. Ja. Da steht da, wenn jemand beitritt dem Spiel, die Gegner werden jetzt stärker, dafür kriegst du leichter Rohstoffe. Oh, es skaliert. Ja. Oh, nee, das ist ja nicht so cool jetzt gerade. Oh, schade. Oh, oh. Oh, mein Gott. Kommt die zu seiner Verteidigung? Oder? Nee, ich glaube, die war einfach da in der Nähe. Mal schnell hier heilen, Verband gedrückt. Bulldoggen-Ameise. Vielleicht ist mal der Käfer. Okay, der Käfer ist kaputt. Okay. Ameise. Ja, easy. Was haben wir hier? Chitin, Insektenfett? Käferherzen. Ugh. Freigeschaltet. Käferwurst. Käferwurst. Jawollo. Und heute extra für uns alle lecker Käferwurst vom Grill. Ich habe jetzt schon mal den Überblick verloren. Wo ist denn jetzt eigentlich hier? Ich habe da hier vorne geguckt. Da hinten sind die Pilze. Okay. Du hast mal den Überblick verloren. Naja, da jetzt beim los? Kämpfen. Ach so. Ich wollte eigentlich die Pilze holen. Nee, da oben sind die Pilze. Die Blümchen kann man nicht abbauen, ne? Nee, na, wir müssen erstmal gucken, dass wir auf jeden Fall besseres Werkzeug rankriegen. Ja. Das ist halt wirklich eigentlich wichtig. Will ich die Marienkäfer ja nicht umbringen, aber wir müssen dann trotzdem mal gucken, was sie droppen. Also ich möchte das nicht. Naja, vielleicht haben die was Wichtiges. Aber wir nehmen erstmal Essen mit. Wir nehmen erstmal ganz viele Pilze mit, genau. Wo sind jetzt die Sachen gelandet? Ach da. Boah, hier gibt's aber auf jeden Fall schön viele Pilze. Ja. Richtig gut. Ach, man kann gedrückt lassen, wenn man ja ernten möchte. Ich war gerade verwirrt, ich hatte gerade noch irgendwie Schadenszahlen gesehen, aber es waren, glaube ich, deine. Wenn ich was abbaue? Ja. Mhm. Die waren halt nur so am Bildrand zu sehen, deswegen war ich gerade verwirrt. Ich dachte, hä, wo greift denn jetzt hier irgendwer was an? Der fiese, garstige Pilz. Aber es gibt hier ultra viele Ameisen. Ja, oh, und die mal, sind halt wirklich schmerzhaft. Was hängt da oben? Was ist denn das? Eine Schraube? Nee, eine Lampe, oder? Soll das eine Lampe sein? Eine Öllampe oder sowas? Würde ich fast vermuten. Ja. Ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein, ja. Oh, guck mal, wer da unten wartet. Hallo. Oh, aber die kriegen wir kaputt. Ja. Wenn wir sie kaputt machen wollen. Die Frage ist, können wir die hochpullen? Weil ich will jetzt nicht... Oh, guck mal da drüben. Eine Biene oder warte, irgendwas. Warte. Ich gucke. Oh ja. Du könntest dich auch mal heile machen, ne? Habe ich gerade schon. Gut, vielleicht dann einfach warten. Was ist das denn hier? Nix. Dann gehen wir mal weiter. Aber ich glaube, für so ein Flattertierchen brauchen wir erstmal einen Bogen. Ja, also ich meine, jetzt haben wir schon ein bisschen was, aber immer noch zu wenig Fasern. Wir müssen echt unseren ganzen Rucksack mit Fasern voll machen. Ja, aber hier gibt's keine Fasern. Also ich habe gerade zwei sammeln können. Ja, aber das ist zwei. Ja. Da reicht ja gerade noch ein Fundament oder so. Was ist da vorne noch was? Oh, ich bin bei den Schmetterlingen. Boah, wie krass. Oh, über uns ist ein Bienennest. Boah, wie nah ich hier einfach bin. Hast du gehört, ja? Ja, über uns ist ein Bienennest, ja. Direkt über uns. Kannst du das UI ausblenden? Oh, wie denn? Also ich hab's bei mir auf Backspace gelegt. Achso, und standardmäßig? Glaub, ist es nicht belegt. Aha, oh, warte mal, dann, das muss ich mal ganz kurz machen. Oh, es wird aber schnell dunkel. Das ist halt ein Gebäude. Eingabe. Oh, oh. Warte mal. Du hörst es donnern, ja? Ja, ich höre es. Kannst du mir ganz kurz, bevor ich hier ewig suche... Ah, ganz unten. Okay. Ah, okay, ich hoffe, ich habe jetzt nicht mein... Nee, das ist okay. Okay. Da hinten ist irgendein Gebäude oder sowas. Glaube ich. Das ist ja cool. Ja, ich habe leider keine Fackel mehr, ne? Oh, das ist bauen. Aber keine Biene, das ist irgendeine Wespe oder so. Oh no. Aufregung? Naja, ich frage, ob wir zurück müssen jetzt. Ja, mit Sicherheit. Oder ob wir uns einen kleinen Unterstand bauen. Ey, wir rennen einfach zurück. Wir haben noch keine neuen Betten. Ja, deswegen. Boah, ich weiß guck nicht, mal, ob das ist noch so ein garstiger Käfer da unten. Ja, kommt, ich weiß nicht, ob wir genug Dinger haben für Betten. Wir machen mal den Käfer hier, ne? Wir brauchen ja schließlich noch ein bisschen Zeug. Hallo. Vielleicht kriegen wir den dann mal schneller kaputt, wenn wir einfach öfter mal draufhauen. Oder einfach mal kritten. Aua. Freundchen. Genau, du tankst und ich hau rauf. Aua. Du kannst doch einen schweren Angriff machen mit rechts, ne? Echt? Oh, das wusste ich nicht. Aber da holt er dann ganz schön lange. Ja, er holt ewig aus. Ich weiß noch nicht, wie viel Schaden das macht, aber ich muss mich kurz heilen.
So, Verband wieder um den Kopf gewickelt. Ja, komm. Super. Die gute Käferwurst. Ja, sehr schön. Ich habe noch irgendwie... Ich habe ein bisschen Angst, dass gleich wieder Sturm kommt. Ja, weil ich auch. Lass mal zurückgehen. Ja. Oh Gott, das ist so ein garstiger... Du wolltest ja den Käfer machen. Aber guck mal hier, da. Das ist normaler. Ja, das ist okay, aber Flip ist da eh gleich wieder garstig. Guck mal, ich weiß nicht, ob Flip sich selber verändert oder ob einfach an der gleichen Stelle so ein Nacht... Naja, das ist... Der heißt einfach so. Das ist normaler Grasopfer. Oh, da machst du Flip kaputt? Ja. Na gut. Flip, sorry. Essen. Naja, wir müssen ja wirklich gucken, was man für Rezepte kriegt. Grashüpferbein, weil ich glaube... Oh, oh! Nachtheuschrecke ist hier. Okay, 25 Schaden macht das, aber das ist ultra langsam. Das, der lange Angriff? Ja. Okay. So, jetzt aber flinke Füße. Ja. Wo geht's denn hier lang? Ich weiß nicht. Wo geht's denn hier nach Hause? Hier, die Schmetterlinge sehen voll anders aus. Ja, wahrscheinlich. Das sind jetzt Motten. Okay. Das ist eine Motte. Sind die garstig? Also grundsätzlich nicht, aber ich habe mal raufgehauen. Und die hauen einfach ab. Warte mal. Motti! Hab Motte kaputt gekriegt. Hat die was Insektenpelz. Da kann man bestimmt Klamotten draus machen. Wenn das Pelz ist, komm, die andere Motte muss auch noch dran. Motti, komm mal her, für einen guten Zweck. Die Pilzteile fallen manchmal so komisch in den Pilzstiel rein. Krieg ich die Motte nicht. Die so kann ich gar nicht springen. Ja, die andere konnte man besser erreichen. Du bist hungrig und durstig. Was ist da los? Hier, Motte. Ja, da muss man aufpassen. Kannst auch Pelz sammeln. Ja. Hungrig und durstig. Wie kann man den Durst stillen? Das ist eine gute Frage, aber lass mal kurz hier oben ausladen. Hier ist ja gleich der Ballon. Vielleicht stillt sich der Durst auch automatisch, wenn man was isst. Grashüpferbein, Bulldoggen, Ameisenmandibel. Aber ich glaube, daraus kann man halt Werkzeuge bauen, vernünftige. Ja, wahrscheinlich. Ich habe gar keine Fackeln mehr, kann das sein? Ja, Vorsicht, da ist... Oh, oh. Was ist das denn? Eine Spinne. Die läuft aber komisch. Die lassen wir mal. Ja. Die kann, wie sie möchte. Wo geht's denn hier? Ui. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass gleich von irgendwo was Fieses kommt. Das ist der richtige Baum hier, oder? Ja, ja. Schnell ruf hier. Puh. Na dann, ab nach oben. Was passiert eigentlich, wenn man auf dem Ding stirbt? Auf dem Baum? Na, auf dem Heißluftballon? Ja. Willst du ausprobieren? Nein. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. So, was brauche ich denn jetzt für Schlafsäcke? Muss ich gleich nochmal gucken. Weißt du, was das Gute ist? Erzähl mal. Wir haben kaum Fasern gefunden. Richtig, deswegen muss ich kurz gucken, ob das reicht für zwei Betten. Oje, oje. Das wäre ja wichtig. Mal schnell schauen. So, Bettchen. Es reicht für zwei Betten. Okay, sehr schön. Die kommen hier unten jetzt einfach unter das Bettchen. Hier. Unter das Bett sei schon, unter die Treppe. Hättest du ja wenigstens mit der Kopfseite in die andere Richtung bauen können. Ach, geht doch auch so. Das passt. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Tür, Sekunde. Ja, bau mal bitte die Tür. Tür. Wo ist denn Tür? Tür. Da ist Tür. Na dann, zeig mal. Die schöne Tür hier. Oh! Direkt gegen die Tür gelaufen. Extra drauf gewartet. Ja, weiß ich. Ach, wunderbar. Ich meine, das ist halt eine schöne Blechhütte. Also sieht aus wie eine Blechhütte von draußen. Ist natürlich ja alles nur aus Fasern, aber ist halt ein richtiges Wohnklo erstmal. Macht aber nichts. Könnte schlimmer sein. Man kann aber durchschmulen. Man kann hier richtig schön reinschauen. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir dringend noch ein Dach drauf kriegen. Ja, sonst schützt uns das nicht. Aber ihr Lieben, dieses Dach ist ein Unterfangen für die nächsten Episoden. Da müssen wir auch nochmal Fasern holen. Das ist ja unglaublich, wie das hier nicht funktioniert hat mit den Fasern. Hm.
Meine Fackel hat auch schon wieder aufgegeben. Ja. Ich stelle mich neben das Lagerfeuer. Aber immerhin haben wir zwei große Käfer umgelegt, Grashüpfer, Motten. Also wir haben ein bisschen was erlebt Ameisen. Hier. Ameisen und auch Mario wurde umgelegt. Ja. Das war auch schön. Und Anni auch. Das stimmt. Kann man nicht abstreiten. Gut, ihr Lieben. Dann an euch ein großes Dankeschön fürs Reinschauen. Wir freuen uns über eure Kommentare und Anregungen zum Spiel. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Tschüss. Tschüssi.